Real Madrid-Star bricht in Tränen aus. Daraufhin wird er schwer beschimpft. Am Montag gab der brasilianische Fußballspieler Vinicius Junior eine Pressekonferenz im Vorfeld zum Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Spanien. Plötzlich brach er in Tränen aus. Grund dafür: In der spanischen Liga ist er immer wieder Opfer von rassistischen Beleidigungen. Ein Vorfall im Mai 2023 bei einem Spiel zwischen Real Madrid und Valencia sorgte für weltweite Empörung. Dort wurde er auch mehrmals wegen seiner Hautfarbe von den Fans diskriminiert. Nach einer Unterbrechung von 10 Minuten, weil die Fans eskalierten, wurde der Brasilianer in der 17-minütigen Nachspielzeit mit Rot vom Platz geschickt. Der 23-Jährige drehte sich nämlich in Richtung der Fans und zeigte eine 2 mit seinen Fingern. Das soll eine Anspielung auf den damals möglichen Abstieg von Valencia gewesen sein. Bei der Pressekonferenz am Montag sagte er: Jedes Mal werde ich trauriger und habe weniger Lust zu spielen. Ich will einfach nur Fußball spielen und alles für meinen Club und meine Familie tun. José Chilavert, welcher ehemalig Torhüter von Paraguay war, ließ sich zu wüsten Aussagen über Vini Junior hinreißen. Brot und Zirkus. Er ist der Erste, der seine Gegner beleidigt und angreift. Sei keine Schwuchtel. Fußball ist etwas für Männer, sagt der Ex-Fußballer über den Brasilianer. Was findest du, wenn Männer weinen? Zeigt das Stärke oder Schwäche? Schreib's in die Kommentare.